Mit dem Namen Alvis tauchen Bilder von Prestige-Oldtimern auf, von Fahrzeugen, die durch ihre Leistung glänzen. Das rote Dreieck steht wie ein Synonym für die Ausgeglichenheit von Kraft, Straßenlage und Bremsung, die die Fahrzeuge von Alvis berühmt gemacht hatten. Da man sich in den Alvis-Werken im britischen Coventry ausschließlich auf den Bau von Fahrgestellen und Motor konzentrierte, wurden Käufern Standardkarosserien von Carbodies oder Cross-Alloys angeboten. Man konnte aus einigen Grundmodellen ein paar Extras und verschiedenen Farben wählen. Manchmal kaufte der Kunde aber nur das Alvis-Fahrgestell und Motor und ließ bei einem namhaften Karossier eine Karosserie seiner Wahl nach eigenen Vorstellungen schneidern. Nachdem der Körper gebaut und angepasst worden war, ging das Gefährt zurück in die Fabrik und wurde dort vor der endgültigen Auslieferung nochmal einem Test unterzogen. Der hier gezeigte sportliche Alvis Silver Eagle 1695 aus dem Jahr 1932 mit einem sogenannten Beetleback stammt aus dem Privatbesitz von Anthony Powers Leib, der seine lange Rennfahrerkarriere beim Brooklands Rennen und der Tourist Trophy mit verschiedenen Alvis begann. Im hinteren Teil des Zweisitzers gibt es einen kleinen aufklappbaren Schwiegermuttersitz, der sich jedoch nicht wirklich für längere Fahrten eignet. Ende 1927 stieg Alvis mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Vierzylinderproduktion in den Sechszylindermarkt ein. Das neue Fahrzeug glänzte durch die geschmeidige Fahrweise und der Höchstgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Der Motor war um einiges leiser als bei seinem Vorgänger. Der erste Sechszylinder von Smith Clark, Typ 14,75, wurde 1928 präsentiert. Der Aufbau war klassisch, mit einem angekuppelten Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Magnetzündung aus eigener Konstruktion. Wie üblich waren Vierganggetriebe und Einscheibenkupplung separat montiert. Das Fahrgestell entsprach in etwa dem des 1250. Der Nockenwellenantrieb lag am hinteren Teil des Motors und wurde durch eine Kette angetrieben. Der Grund dafür war, dass die reinen Sechszylinder die Tendenz hatten, im Drehmoment der Nockenwelle in Schwingung zu geraten. Die Antriebsverlagerung an das Ende des Antriebsknotens verhinderte das. In die Modelle des Silver Eagle wurde nun außerdem serienmäßig eine Doppelzündung eingebaut. Entsprechend der Leistung schaffte der Wagen 130 km pro Stunde. Die später gebauten Fahrzeuge bekamen die imposante Kühlerfigur in Form eines Silver Eagle, anstatt des Hasen aus früheren Tagen. 1931 wurde der Silver Eagle weiter verfeinert und war auf Wunsch nun mit einem 2511 Kubikzentimeter Motor und mit Zentralchassis-Schmierung und hydraulischen Stoßdämpfern ausgestattet. Die Fußpedale des rechtsgesteuerten Alvis sind, wie bei vielen Vorkriegsfahrzeugen, anders angeordnet als bei heutigen Autos. Das Bremspedal ist rechts, das Gaspedal in der Mitte und das Kupplungspedal links. Dies soll gleichzeitig Bremsen und Zwischengas geben bei unsynchronisierten Getrieben vereinfachen. Um einen möglichst ruhigen Schaltvorgang zu erreichen, kuppelt der Fahrer aus, legt den Leerlauf ein und kuppelt wieder ein. Im Leerlauf wird nun gut dosiertes Gas gegeben. Damit wird die Drehzahl der Getriebewelle auf die passende und nun höhere Drehzahl des bei abermals gedrückter Kupplung einzulegenden niedrigeren Ganges gebracht. Gebaut wurden der Silver Eagle von 1929 bis 1937 und waren aus wirtschaftlicher Sicht beinahe so erfolgreich wie das Vorgängermodell 1250. Heute ist der Silver Eagle einer der beliebtesten Alvis und wurde in zahlreichen Formen gebaut. Auch die Chassislängen variieren.
Außerdem waren manche tiefer gelegt und hatten eine breitere Spur. Von den 1498 gebauten Vintage Silver Eagles haben rund 110 Fahrzeuge überlebt.